Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Marsch. Wir fahren jetzt auch Richtung Feld 44 und werden jetzt mal versuchen zu flügen. Also das macht der Traktor hier alleine, ne? Wir fahren auch nochmal hin. Und schön die Karten kennenlernen, ne? Ein bisschen Gas geben. Jetzt fahren wir auf dem Deich, ne? Auf dem Damm von der Straße. Ja. So, geht mal Richtung die Richtung und dann nachher links und dann wieder rechts und dann sind wir bald da. Geh mal Gas. Ne, nehmen wir einen anderen Traktor, ne, für unseren. Der muss auch noch zurück. Können wir ja entsprechend umzwitschen da rein und da ist auch Gras fertig. Ja, hier unser Hopfen, den wollen wir dann gleich loslegen. Bald trocken geworden ist, ne? Ist ja noch nicht trocken. Ist aber zwar schon 12.25 Uhr im Spiel, aber trocken ist noch nicht. Ist ja Herbst, ne? Im Herbst ist sowas meistens, das dauert mir sehr lange. Gras wird hier nicht mehr wachsen, glaube ich nicht, aber. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Zumindest auf Feldnummer 36. Haben wir noch ein bisschen Hoffnung, aber wenig. Und einfach noch zu lange, zu kurz ist. Im Winter wird es nicht reif werden. Beziehungsweise wachsen. Wenn es Frost gibt, ist alles vorbei. Mein Gras wächst hat man ein bisschen, aber wenn es. Ja. Ja, die Tage kürzer werden, dann ist es halt vorbei. So, und hier machen wir jetzt umflügen und später kommt dann hier, was ich weiß, über Gerste rein. Das ist im Grunde egal. So, Feldarbeit. Dann gehen wir auf Kursgenerierung 44. Dann Vorgewende machen wir ruhig 2 oder 3. Uhrzeigersinn weich. Das macht sich leichter. 44. Kurz generieren. Wenn er kurz braucht, dann ist es ganz, dann ist es relativ schnell, dann ist es einfach. Und wenn es lange braucht, dann ist es die Komplikationen. So, den Kurs werden wir speichern. Und zwar, ich werde mal erst neu einstellen. Und zwar gehen wir auf Feld 44 oder wir machen Flügen. Das ist dann auch so eine. Ich müsste mir eigentlich angewöhnen, angewöhnen, dass man das in Ordner reinmacht, aber ich schaffe irgendwie nicht. Na, 16 Meter. Das ist, falls ich mal irgendwann einen Kurs brauche und einen richtigen Flug nehme, dann geht es nicht mehr. So. Einstellen. Ist ja eigentlich fast alles repariert. Der Tank ist voll, das sollte gut klappen. Mal sehen, wie er startet, eh bei den Bäumen. Ne? Könnte natürlich Probleme geben, ne? Aber dann können wir uns gleich die Sämaschine schnappen. Wenn er jetzt die Bäume nicht gerade mitnimmt, dann kommt er gut durch. Dann können wir jetzt hier die Fruchtfolge einhalten und nächstes Jahr kommt hier. Sagen wir jetzt gute Gerste rein oder gute Weizen, je nachdem. Ne? Ist ja beides gut möglich. So, den müssen wir aber auch voll tanken. Und dann können wir gleich mal umstellen. Gut, Weizen, haben wir Weizen entschieden. Dann werden wir den mal kurz reparieren. Innenansicht immer schöner, finde ich. Nur mache ich dazu selten, weil irgendwie nicht dran denke. Mein Alltag geht auch noch nicht. Habe ich noch nie eingestellt. Wahrscheinlich muss ich den Treiber neu installieren. Aber ansonsten. Das Umstecken USB hat er nicht gemocht auf Dauer. Also, da ich ja einiges umgestellt habe von einem Rechner zum anderen Rechner, also Webcam und
War noch Mikrofon zum Beispiel ist auch an anderen Rechnern entsprechend jetzt hat jetzt mit diesem Rechner überhaupt nichts zu tun. Im Grunde wird es halt geschont, aber hauptsächlich wegen OBS. OBS ist ja das hat zu viel Ressourcen gefressen, Anführungszeichen, weil ich vielleicht zu hoch eingestellt habe, aber ich möchte aber auch entsprechend hohe Qualität haben. Und spätestens dann bei 7D2D, da war das entsprechend ganz extrem, wo ich hätte extrem runtergehen müssen. So, wenn wir ganz kurz auffüllen, voll tanken vor allen Dingen. Und dann können wir vorbereiten für reparieren, wenn wir auch komplett schon mal dabei sind. Tanken auf jeden Fall, auffüllen. Und die Außenansicht schon mal aufmachen. Der Tank war ja schon so gut wie leer, ne? Was man auch merkt, entsprechend an der Kosten, ne? Aber gut, das ist ja halt so, ne? So, beides drinne, alles drinne, ja. Gewicht auch nicht hundertprozentig. So, reparieren. Jetzt das Gewicht, nun kann nicht repariert werden, kann nur lackiert werden. Und das auch. So, jetzt haben wir alles heile. Bis auf Gewicht, das ist eher Farbe. Das machen wir jetzt nicht. Lackieren tun wir das nicht. Wenn wir es mal lackieren sollten, dann wird es im Winter gemacht. Dünger haben wir voll. Und Saatgut auch gleich. So sieht besser aus. Rein optisch. Da habe ich den Zeitgeber nicht aktiviert. Jetzt kann es sein, dass ich da vielleicht überziehe. Aber die Gefahr ist da. Ist keine Absicht, aber ich möchte eigentlich die Folgen auf die normale Länge. Gut, hier und da mal ein bisschen länger machen, wegen Arbeiten abschließen. Ja, kein Thema. Weil YouTube meckert immer so, ne? Und vor allem statistikmäßig ist es für mich besser, wenn das, ob die Länge nicht zu lang ist. Und dann ist es näher, kommt dann bessere Empfehlungsbereich rein, denke ich mal. Ne, unser Hopfenfeld ist immer noch nass, geht noch nicht. Leider. Alles bereit. Drescher ist bereit, LKW ist bereit zum Abladen und dann. Ja, morgen im Spiel, ja, wenn wir den so schnell nicht erreichen, solange wir die Ernte noch nicht haben, also Mais ist noch zu machen voll. Die Aussaat beginnen wir, sobald wir in Flügen fertig sind, ne? Also Flügen, da lassen wir noch mal arbeiten. Ist los? Ja, da sind die Steigung etwas zu steil. Liegt aber, naja, warte mal, eine freie Schnauze, ne? Ja, wo soll das wissen, ne? Also im Straßenbau gibt es da garantiert Vorschriften, wie steil so eine Auffahrt sein darf, um nicht für große Fahrzeuge ein Problem darzustellen. Ne? Also wenn jetzt Fahrzeuge zulassen werden für die Straße, Länge so und so, dann muss halt auch entsprechend die Rampe so konstruiert sein, dass es auch hochkommt. Ohne dass sie groß aufliegen. Ist halt so. Das sowieso sieht nicht gut aus. Hier sind wir am Grasfeld. Hier wäre so eine Fläche, wo man Produktion bauen könnte, aber mal sehen. Hier ist Kalk und Kalksteuer. Und der Flug arbeitet erstmal noch. Das lassen wir mal arbeiten.
Wie gesagt, die Ränder flügen wir jetzt nicht. Vielleicht arbeiten wir das nach per Sämaschine, das kann sein. Aber nicht unbedingt. Lasst am Rand Gras wachsen. So, vorbereitet, der ist da. Jetzt gehen wir kurz zurück. Zeit? Haben wir noch Zeit? Wir haben noch Zeit. Kollege sagt man, sind ja noch da. So. Den fahren wir auch zurück. Alles Arbeiten, die wir letztes Mal nicht fertig gemacht haben. Gibt so etliche Arbeiten, die man im Prinzip dann noch fertig machen könnte. Den stellen wir erstmal unter die Halle. Dann haben wir einen freien Traktor da. Das ist eigentlich der Traktor normalerweise gewesen für Tiere versorgen. So. Jetzt wollte ich mir einen anderen Traktor schnappen, und zwar einen Messer Ferguson hier. Aber die haben ein bisschen mehr Power als der Case gerade. Das Gras, das ist, naja, lohnt sich nicht für mich persönlich. Könnte man mähen. So. Hängen wir ab und können wir gleich mal den Mais weitermachen, ne? Das zur nächsten Folge entsprechend am Mais. Ja, abschließen wird werden wir es nicht, aber wir werden es halt versuchen, ne? Beim Pflügen wird er sicherlich einige Stunden brauchen. Denke ich mal, ne? Ton wird passen, denke ich mal. Die sind ja im gelben Bereich. Also ich auch im gelben Bereich, leicht im roten. Ich brauche nicht so schreien. Aber wenn der Mikrofon mal weiter weg ist, dann ist das schon auch ganz gut so. Der ist so ein bisschen langsamer als der andere. Gut. Aber die Leistung passt normalerweise. Mit denen pflügen müssen, aber die glaube ich pflügen ein bisschen zu schwach. Der war ja voll. Mal schauen mal, wie schnell er ist auf die 50 km/h. Das ist immer entscheidend. 53 km/h kann er ja fahren und naja, gut. So 51, ja gut. Ist halt kein Mod, ne? Wo ein bisschen stärker gemacht wurde. Ups. Das vorne so schwer. Hochverbrauch wird nicht probieren. Wir werden hier entsprechend rückwärts reinfahren. Versuchen, wenn es überall voll ist. Möglichst viel auf einen Fleck hinkriegen. Verdichten hier ist ungünstig, aber gut. Da gab es ja den einen Mod, wo der Drescher-Prinzip immer, der Hexter, den Hänger hinterhergezogen hat. Und dadurch, wenn das so extrem da vorne ist, dann habe ich. Oh, dann braucht er hinten noch ein starkes Gewicht. Oder hängt er vielleicht auf, kann auch sein. Gar nichts gemacht. Keine neue Karte, nichts. Weiß gar nicht, ob die 1 von 4 schon gibt. Das könnte natürlich sein, aber ich habe davon nichts gehört. Also, er hat zwar ein Livestream gemacht Donnerstag, das ist meistens auch mit einer Veröffentlichung her verbunden. Meistens, nicht immer.
Aber ich denke mal, so einen gravierenden Fehler gibt es aktuell nicht. Muss ja arbeiten, da konnte ich ja nicht. Muss am Schluss kurz dabei sein. Ich habe mich aber nicht angemeldet, weil ich nebenbei was gemacht habe. Und zwar Bilder, Videos bearbeitet. Beziehungsweise hochgeladen. Hochladen mache ich ja meistens in der Woche. So, mal ganz kurz runterstellen auf 20, auf 10 km/h. Und dann Tempomat an. Warum nur lenken? Fährt eigentlich allein geradeaus. Ja, jetzt haben wir ja schon mal. Oh, wir haben die 50 Minuten geschafft. Fahren wir noch hoch die Ecke hin und dann gleich die nächste Folge. Dann haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die 8. Jetzt haben wir über die Hälfte. Ah, das ist gut. Und dann haben wir jetzt auch schon 13 Uhr. Naja. Ich denke mal, 15 Uhr sind wir durch. Eine kurze Pause, einen Kaffee machen, Kuchen. Kuchen habe ich gar nicht auch. Ach, Kuchen habe ich auch noch. Ich habe noch einen Lebkuchen da. Ich habe zu viel gekauft. Macht nichts. Essen wir alles nach und nach. Webcam ist auch da. Natürlich fehlt da eine Schraube zum Anschrauben. Ne? Das ist ziemlich unbegreiflich. So eine simple Sache und dann ist nicht da. Naja, gut, dann müssen wir Tricks einfallen lassen. Tricks. Tricks heißt irgendwie, mal sehen, vielleicht schraube ich selber eine Schraube rein. Ich weiß noch nicht. So, liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein, da habe ich auch gesehen. Ich danke fürs Reinschauen. Dann sage ich mal Tschüss auf den Winkel. Ciao, ciao. Ja, man hört und sieht sich vielleicht das nächste Mal wieder. Ne? Tschüss.